Was sind die unterschiedlichen Symptome beim Zähneschleifen? Zähneknirschen oder Bruxismus ist ein häufiges Problem, das am häufigsten bei jungen Menschen auftritt, obwohl es bei Menschen jeden Alters auftreten kann, häufig aufgrund von Stress. Die Symptome beim Zähneschleifen sind ziemlich unkompliziert und umfassen typischerweise Zahnempfindlichkeit, Schmerzen im Kiefer, Zahnfleischbluten und anhaltende, stumpfe Kopfschmerzen. Bei manchen Menschen treten gebrochene oder lose Zähne als Symptome für Zähneknirschen auf, während andere nur von einem Zahnarzt wahrgenommen werden können, wie kleinere Zahnschäden oder ein Verschleiß des Zahnschmelzes an den Zähnen. Eltern oder schlafende Partner könnten die ersten sein, die Symptome beim Zähneschleifen bemerken. Obwohl manche Menschen beim Schlafen einfach die Zähne zusammenbeißen, was immer noch Probleme verursachen kann, werden andere Personen tatsächlich die Zähne zusammenschleifen und sie in einer Kaubewegung hin und her bewegen, was ein deutliches Knirschen verursachen kann. Wenn ein Elternteil dies bemerkt, sollte dies mit einem Zahnarzt angesprochen werden. Mundschutz wird in der Regel bei Kindern verwendet, um das Zähneknirschen zu verhindern, und viele Kinder werden herauswachsen. Erwachsene können sich auch für den Gebrauch von Mundschutz entscheiden, obwohl einige empfinden, dass Stressreduzierung und andere Techniken hilfreicher sind. Es wurde gezeigt, dass das Schleifen der Zähne erhöht wird. Die Menschen bemerken beim Aufwachen am Morgen oft Zähneknirschen-Symptome. Kieferspannung und Schmerzen sind einige der häufigsten, einige werden jedoch auch feststellen, dass ihre Zähne empfindlicher und schmerzhafter werden, insbesondere gegenüber heißen oder kalten Flüssigkeiten. Diese ständige Anspannung der Muskeln von Gesicht, Hals und Kiefer führt häufig zu Schmerzen und stumpfen, ständigen Kopfschmerzen. Schmerzen oder Zahnfleischbluten sind etwas seltener, können aber auch auftreten. Wenn man diese Symptome bemerkt, ist es wichtig, Änderungen am Lebensstil vorzunehmen, um das Zerreiben der Zähne zu beenden, beispielsweise Entspannungstechniken zu üben oder sich tagsüber etwas zu bewegen, um Stress abzubauen. Andere Zähneknirschsymptome treten normalerweise nach einem Zeitraum auf, in dem das Zähneknirschen nicht korrigiert wurde. Dies können lose Zähne, Risse in den Zähnen oder Schäden an vorhandenen Füllungen oder ein schnellerer Zahnschmelzverschleiß sein. Ein Zahnarzt wird diese Symptome im Allgemeinen bemerken, wenn der Patient dies noch nicht getan hat. Dies kann umfangreiche zahnärztliche Arbeiten erfordern, wenn das Zähneknirschen nicht aufhört, was sehr schmerzhaft und kostspielig sein kann.